Hallo Leute und willkommen zurück zur Prädikatenlogik. So, heute geht es um, wie wir hier schon lesen können, Substitution. Und das hört sich erstmal extrem kompliziert an, ist aber eigentlich gar nicht so schlimm. Substitution bedeutet einfach, ja, ich kann ja in Variablen verschiedene Sachen einsetzen und ich darf auch Variablen umbenennen. Ich meine, ob ich jetzt meine Variable klein x nenne oder ob ich sie klein y nenne, ist doch meine Sache, ne? Und genau das sind Substitutionen. Ich benenne meine Variablen um. Warum mache ich das? Naja, in manchen Fällen hilft es mir was, wenn ich zwei Gleichungen f und g zum Beispiel vergleichen möchte. Dann kann es mir helfen, wenn ich zum Beispiel die Variablen der einen Gleichung umbenenne, sodass sie gleich sind wie die anderen. Aber dazu später mehr. Das Ding nennt sich Unifikation. Das zeige ich euch im nächsten Video. Jetzt geht es erstmal um die Substitution. Und zwar. Man schreibt sich das Ganze so auf, zum Beispiel eine Substitution groß S. Es kann auch gut sein, dass ihr die irgendwie mit irgendwelchen griechischen Buchstaben belegt, also zum Beispiel ein Delta oder sowas oder ein Sigma, was weiß ich. Ja, egal. Auf jeden Fall, wir haben das immer so aufgeschrieben, beziehungsweise auf Wikipedia ist es, glaube ich, sogar auch so drauf. Man nimmt eine Variable x und ersetzt sie. Das ist jetzt ein dicker Pfeil übrigens. Ihr könnt ihn als Doppelpfeil machen, nur den kann ich hier mit Word nicht machen. Also ist gleich, also wirklich so ein Ist-Gleich-Pfeil, so einen doppelten Pfeil und dann so eine Spitze, wobei ich kann ihn doch machen. Ich mache einfach den hier. Also wir bilden x ab auf zum Beispiel s und wir bilden y ab auf t. So. Und ja, das wäre jetzt zum Beispiel eine Substitution, die bildet mir die Variablen x und y auf s und t ab. So, wie benutze ich das Ganze jetzt? Naja, ich habe eine Formel gegeben, also eine Formel f, die zum Beispiel eine Gleichung, upsala, eine Gleichung x oder y ist zum Beispiel. Nur so eine ganz kleine Formel kann natürlich viel, viel komplizierter und viel, viel größer sein. Also das ist dann schon irgendeine Aussage, eine prädikatenlogische Formel. Also hier kann auch noch irgendwelche Quantoren oder sowas stehen. Ist völlig egal. Und jetzt habe ich meine Substitution hier oben, dieses s gegeben und möchte meine Substitution von der Formel f berechnen. Also s von f. Und das Wichtige ist jetzt, Achtung, wir ändern nur die freien Variablen. Das ist jetzt bei der hier einfach. Es gibt ja nur freie Variablen. X und Y sind ja beide nicht durch einen Quantor gebunden. Wenn ihr nicht wisst, was gebunden und freie Variablen sind, guckt euch mein letztes Video an. Da erkläre ich das ziemlich ausführlich. Also S von F setzt für alle freien Variablen X und Y setzt es dieses S und T ein. Also in unserem Fall S oder t. Ziemlich easy eigentlich, aber was passiert denn jetzt, wenn ich zum Beispiel ein Alquantor da stehen habe? Alquantor 8704, na, immer wieder nicht. Jetzt aber. Für alle x gilt x oder y. Naja gut, ich habe ein Alquantor da, eine Substitution ersetzt nur freie Variablen, das heißt, dieses x hier bleibt stehen. Das heißt, hier steht x oder t, beziehungsweise immer noch für alle x oder t. Und sagen wir mal, wenn ich noch irgendwelche Funktionen drin habe, also ich habe hier noch ein Prädikatensymbol oder irgendein Funktionssymbol, bla bla bla, ist egal. Sagen wir, ich habe hier noch ein p von ja, von y und x zum Beispiel. Achtung, dann habe ich hier immer noch ein gebundenes x, weil es ist ja immer noch in dem Scope von dem Allquantor hier vorne. Das heißt, ich ignoriere dieses x hier wieder, das wird wieder nicht ersetzt und hier ersetze ich bloß das y. Das heißt, es werden innerhalb von diesen Aufrufen von den Prädikatensymbolen einfach mit ersetzt. Das ist ganz intuitiv eigentlich. Genau. Und so ergibt sich dann eben diese Substitution von dieser Formel, indem ich einfach alle freien Variablen ersetze. Achtung, wenn ich jetzt hier hinten oder x hätte, das kann ich gerade mal noch machen.
ein oder x. So, dann sehen wir, dass hier in dem Scope ist dieser Allquantor gültig, aber dieses oder x, da gilt der Allquantor nicht mehr. Das heißt, hier können wir dieses x, da es ja jetzt eine freie Variable ist, habe ich letztes Mal erklärt, wie das zustande kommt, wenn es eine freie Variable ist, ersetzen wir es durch die Substitution, also bilden wir x auf s ab. Okay, das bedeutet, wir haben jetzt hier eine vernünftige Substitution von dieser Formel, allerdings haben wir hier noch nicht alles drin. So, gut. Und ja, so benutzt man Substitutionen. Jetzt gibt es da zwei kleine Sachen, die man kennen sollte. Und zwar die sogenannte Komposition. Komposition, das hört sich irgendwie so an, als würde jetzt irgendein Mozart aus dem Grab steigen und irgendwas dichten, aber ist nicht so. Oder komponieren, um genau zu sein, aber ist nicht so. Es ist einfach, ich habe zwei Substitutionen, sagen wir einfach mal S und T dazu. Also S und Groß T. Und ich kann den Kringel nicht malen, verdammt. Das Ding nennt sich Ringoperator. Ich habe ihn gerade rausgesucht, hat auch einen ASCII-Code. So, ist einfach ein Kringel, also kein Mal, sondern tatsächlich ein Kreis in der Mitte. S-Kringel T, das ist die Hintereinander-Ausführung von diesen komischen Substitutionen, ja. Und das ist nichts anderes, also auch von der Formel logischerweise. Das bedeutet, ich wende zuerst T an und dann wende ich S an. Sowas ist es, das ist nichts Besonderes eigentlich. Was ich gerade gesagt habe, ist S von T von F. Das kann man auch so komisch schreiben. Werdet ihr eventuell mal finden, wenn ihr auf irgendwelchen Seiten nach irgendwelchen Lösungen für irgendwas sucht. Und dann kann es mal passieren, dass ihr das braucht. Deswegen zeige ich euch das gleich mal. Aber ich werde versuchen, mich hier auf diese Schreibweise zu beschränken. Nur, dass wenn irgendjemand von Komposition oder sowas redet, dass ihr wisst, worum es geht. Dann gibt es noch Folgendes. Kollisionsfreiheit. Schreibt man natürlich groß und mit T hinten. Kollisionsfreiheit bedeutet, dass, sagen wir mal, ich möchte hier, ich habe hier ein oder S, ja, und, ne, ein oder T wäre besser, und ich berechne mir jetzt hier, meine Substitution bildet ja kein T ab, das bildet nur X und Y auf irgendwas ab, das heißt, alles, was nicht hier drin steht, bleibt gleich. Okay, und wenn ich dann hier in meiner Formel F ein T finde, aber ich bilde meine Ys drauf ab, dann habe ich hier ein T stehen und ich habe hier ein T stehen. Und sowas nennt sich Kollision, weil ich habe ja hier und hier dieselbe Variable. Die stand schon vorher da, die habe ich neu eingefügt, aber sie sollten eigentlich was anderes bedeuten, weil Y ist nicht gleich T, aber hier steht nur noch ein T und das ist irgendwie dasselbe, blöd gelaufen. Nennt sich Kollision, sollte man vermeiden. Nicht so toll. Aber manchmal, ja, klappt es halt nicht so ganz. Vor allem, wenn ich hier dann auf irgendwelche Prädikatensymbole, also zum Beispiel Q von S oder sowas abbilde, dann wird es schwierig. Weil wenn ich jetzt hier zum Beispiel ein Q von X habe, Q von X, dann bildet sich das auf Q von S ab, wenn es jetzt hier nicht Allquantor gebunden wäre. Und da wird es dann ein bisschen komplizierter. Ihr könnt da gerne mal mit rumspielen, das geht durchaus, dass man hier auf komplette Prädikaten, symbolische Anwendung oder sowas abbildet. Also das ist auch kein Problem. Aber wie gesagt, Kollisionen sollte man vermeiden, wenn man sich eine Substitution raussucht. Gut, und jetzt kennt ihr eigentlich schon alles, was mit Substitutionen so zu tun hat. Und das nächste Mal geht es dann um Unifikation. Da haben wir, falls ihr schon Prolog euch mal angeguckt habt, gibt es auf meinem Kanal. Das ist eine Programmiersprache, die hat den Unifikationsalgorithmus sozusagen als Grundgerüst drin, aber ich erkläre euch noch natürlich, wie diese Unifikation funktioniert und das mache ich im nächsten Video. Wir hören uns bis dann. Ciao, ciao.